So, willkommen zu einer neuen Folge Raid am Mittwoch am Donnerstag. Ne? Ich höre immer wieder, dass die Raid am Mittwoch am Donnerstag Folgen wohl viel besser wären als die Raid am Mittwoch Folgen. Kann ich mir gar nicht erklären. Raid am Mittwoch, warum ist das besser, wenn es am Donnerstag kommt? Geister. Auf jeden Fall haben wir wieder die Highlights der Woche für euch vorbereitet. Am Ende gibt es auch wieder den Schocker der Woche. Normalerweise würde ich sagen, heute Abend ist die Raid Mania. Ladet alle ein zur Raid Mania. Regie, Rahm, Sekrom in den Raids. Aber gestern am Mittwoch musste ich ja die zwei Community Raids machen. Ich musste mein Kalendertürchen machen. Ich musste das hier aufnehmen. Muss jetzt in der Zukunft reden. Musste noch zur Post gehen. Musste noch Perle streamen. Musste noch Wrestling 2 Stunden. Musste noch das NR Battle Info Video bzw. die Auslosung vorbereiten. Da ist auf jeden Fall einiges zu tun. Heute Abend, ja, am Donnerstag, 18 Uhr, gibt es aber Mega-Raids für Zuschauer mit Mega-Stalos, also das, was aus dem Onyx dann kommt und dann total behindert ist, mit der Zahnlücke. Das auf jeden Fall werde ich heute Abend wohl mitmachen, selber mich auch einladen, bis ich die Mega-Energie voll habe und dann, ja, dann war's das. Dann entwickle ich das einmal, vielleicht als Freitagsvideo und dann ist alles wieder gut. Jetzt aber zu den Highlights der Woche und verzeiht mir denn, ich bin immer noch irgendwie, keine Ahnung, schon wieder, immer noch, also alles durcheinander. Wir fangen jetzt an mit den Highlights der Woche. Angefangen hat die Woche hier bei der Shenaya, danke Ramon, ne? So ein schönes Shiny Cresselia mitgenommen. Henry Niki zeigt uns sein Krypto-Enton, was er zu einem 100er erlösen könnte. Kuli Dieter schießt den Vogel ab, ach du dickes Ei. Hier, Linfu, 100%. Momentan also sehr seltenes 100er. Thomas Bow zeigt uns ein Shiggy vom Ed Sheeran-Event, wie das dann aussieht. Ja, Ed Sheeran, was denn jetzt wenigstens richtig? Ed Sheeran oder was? Zum Glück ist der weg, konnte ich nichts mit anfangen. Mit Sonnenbrille, mit Perücke sogar. Rote Haare, so muss der aussehen. Aluhut, wer kennt es nicht? Mutti Imbergador schreit ihren Sohn Kanimani auf offener Straße an, weil der wieder nur Mist mit den Kumpels macht, ne? Ja, so sieht's auch aus. Baumpel und Capuno ist nämlich auch dabei, das sind die Schlimmsten. Dann Kulidita, mein erstes selbstgefangenes Shiny Schlurp hier. Henry Niki, das ist mein Lieblings-Krypto-Pokémon. Ja, und dann wurde der Schwan-Vergleich ausgepackt, denn plötzlich ging's vom Patsch. Ich hab den Hübschen da. Guck mal, wie prächtig der ist, ja. Dann kommt der Toxic. Bei mir ist es nicht ganz so gut, ne. Schau mal auf meinen drauf. Und dann kommt der Aluhut. Wenn hier schon ein Schwan-Vergleich stattfindet, würde ich die auch mal mit in die Waagschale schmeißen und holt seine perfekten Schwane raus. Das ist doch auch sehr nett, sage ich mal. Obwohl, ja gut, das Krypto-Hypno ist eigentlich eine fette Sache. Vor allem, weil es so niedrig ist, weil du das ja gut auch in der PvP-Liga nutzen kannst. Dann kommen wir vom Owei zum Flatty, denn der hat sich ja die Augenbrauen abrasiert. Haare hat er ja auch nie gehabt, ja. Und jetzt hat er hier diesen Schnauzerbart. Eigentlich müsste das der Schocker der Woche sein. Aber ich habe euch letztens erzählt, an irgendwas erinnert mich das. Ich wusste nicht an was. Jetzt kann ich euch zeigen an was. Kennt ihr den Film Man in Chicken? Irgendwie erinnert er mich jedes Mal an den Mads Mikkelsen bei Man in Chicken. Brainy Stendal zeigt uns auch hier noch ein Krypto-Fiffchen mit dabei. Henry, Shiny Lavados, danke Shenaya, ne. Waren jetzt erst die Vögel wieder in der Rage-Stunde. K-Joker zeigt uns hier ein blindes Turtok mit blinden Hund als Fukano. Das Bild habe ich auch 2-mal gehabt, habe nur den ersten jetzt mit reingenommen. Shenaya zeigt das Paket, was ich ihr geschickt habe. Sieht auf jeden Fall richtig brutal aus. Castor hat sein Paket auch bekommen. Und dieses Bild von Castor hat mich auch wieder an was erinnert. Kennt ihr Haus der 1000 Leichen? Mit Sid, hier dem Clown, zack, guck dir mal Castor an, wie der guckt mit dem Bart und der Glatze und dann das dazu, ist für mich einfach genau dasselbe. Henry Niki, gerade von Sierra bekommen, schon wieder Krypto, diesmal aber Nidoran, Aluhut, 100er Shiggy mit Sonnenbrille, ist glaube ich ein Shiny, aber irgendwie gehen die Shiny Glitzer total unter, würde ich gar nicht erkennen, aber das sieht ein bisschen blass aus, also Schundo. Schundo. Das musste ich überlegen. Kuli Dieter, endlich mal ein Glückstausch, der den Namen auch verdient. Das ist auf jeden Fall fett, das wollte ich eigentlich erst zum Schocker der Woche machen. Ne? Schlundo.
Schlundo. Shiny Lucky Hundo. Also, mehr geht nicht. Raid-Stunde gegönnt, Thomas Rothe ja auch wieder mal mit dem Bild dabei. Shiny Registil. Hier, danke Drachek von Shenaya, hier Shiny Viridium noch mitgenommen. Cassiopeia, gerade eben aus dem 10-Kilometer-Ei bekommen. Shiny Riolu, Bockwurst King, kann auf seinen Dodo abhaken, jetzt auch endlich im Sack. Heiko, da ist wirklich alles falsch. Das Bild finde ich aber total toll. Wenn Naruto... Got his first Beyblade, ja? Naruto ist Naruto, Beyblade ist Beyblade. Son Goku ist Son Goku, Digimon ist Digimon. Und das ist alles vereint in einer Pokémon-Welt. Pokémon, Digimon, Dragon Ball, Naruto, Beyblade, alles vereint in einem. Hier, guck mal, als Naruto seinen ersten Beyblade bekommen hat. Das ist eigentlich so genial. Das auch von Heiko, das hatte ich schon mal aber in der Sendung drin, dieser Safcon-Schlafsack. Würdet ihr euch da auch reinlegen? Ja, nein, ist das was für euch zu Hause? Kein Bock mehr, einfach weg damit und in die Ecke gehangen. Nochmal vom Heiko hier, das seht ihr auch, Palkia. Wie es aussieht, wenn sie es nicht wäscht. Ne? Lennart hier mit seinem 100er erlösten Enton. Lennart mit dem Imbergador. Lennart hier, der so ganz stolz war, dass wir den Heatran Duo Raid zusammen gemacht haben. Ja? Sein erster Duo legendärer, den er je gemacht hatte oder so ähnlich. Lennart hier noch mit dem wilden Nachtara, mit dem Shiny Zerpurze, mit dem Shiny Krypto Slimer. Sehr schönes Bild. Auch Shenaya hier mit den Käsenudeln von den Samyang, die ja richtig schön scharf waren. Ich bin mal gespannt, wenn sie die Too Spicy probiert hat, ob sie dann noch schreibt. Mal ein gutes bekommen. Kate Joker hier auch. Krypto Seemobs könnte auch zu einem 100er erlösen. Skandalpara. Sogar Shiggy freut sich mit mir auf Fuerteventura zu sein. Schöne Grüße ins kalte Deutschland. Und nicht nur Shiggy ist am Start, sondern auch Ramses. Guck, Ramses ist auch hier. Hat die Gummischuhe fotografiert. Sehen ein bisschen anders aus. Aber tolles Bild. Eigentlich müsste ich dieses Bild als User-Bild nehmen, weil das einfach für mich steht. Diese Schuhe, so prachtvoll inszeniert. Sinnlos, Bier Benny, 96er Krypto Omot. Ja, dann schmeiß es halt weg, wenn es sinnlos ist. Selal hier, Shiny Taubsi. Selal, Nidoqueen. Ja, dann egal wie kalt es ist, es gibt immer diesen einen Typ. Ich versuche ständig meinen Titel zu verteidigen. Gute Kombination hier, Frisur ist auch in Ordnung, aber die Schuhe, Bruder. Da musst du aber noch ein bisschen nachziehen hier. Event in Pokémon Go, in der Stadt und im Dorf. Jetzt bin ich in der Stadt, aber bei mir jedes Mal, wenn ich hier zu Hause sitze und mache das Handy an, steht auch da, GPS-Signal nicht gefunden. Ansonsten hätte ich auch diese Spawns, aber bei mir ist immer alles tot. Gruselinchen, danke fürs Kommen. Wie du siehst, hast du mir wohl Glück gebracht. Hoffe, dein Cresselia war ähnlich gut. Nein, war es nicht. Das kann ich schon mal verraten. Dann hier nochmal Gruselinchen, Shiny Heatran, Shiny Cresselia, Chefe 24, gute Woche von jedem ein bisschen. Shinies und 100er, liebe Grüße Markus hier. 100er Spoing, 100er Slimer, 100er Nidoran erlöst, Shiny Heatran, Shiny Waumbe, 100er Plinfer. Leon Petzold, Mimi bringt immer Glück, Homespawn, Shiny Natu, Sören, einfacher Tausch und so, ja, und so ist wichtig, Shiny, Lucky, meine ich, Lucky, also ein Lundo, Lundo Roselia, Lucky und 100, Sören, neues Shiny, Dusselgur mitgenommen, Pandimos mitgenommen, Sarina, das Questen hat sich dieses Mal voll gelohnt, 100% Pandia, hab ich noch nicht mal, fehlt auch in der Sammlung. Sarina 98er, Shiny, Shiggy hier, 100% Shiggy, mit Mütze auf den Augen drauf. Also mit Brille, siehst du den Unterschied? Genau, hier, Shenaya, Shiny Zubat, Shiny Arctos, danke Cresselia, das 100er, hab ich auch nicht, also die zieht mich auch hier regelmäßig ab. Noch ein Shiny Cresselia hinterher mit Wetterboost, Shiny Habitat, der kleine Vogel im Eis, ne? Guckt euch das an und von Eis gleich zu Regi Eis weiter. Ja, auch hier noch ein Shiny gegönnt, 100er Plinfer, Burn Down Steve, also brenn den Steve nieder, denn der hat ja ein 100er Meltan. Nach einer Ewigkeit hat es endlich mit Wetterboost funktioniert. Eigentlich ist das ein Pokémon, was man so lange farmen müsste, bis man das 100er hat und was eigentlich auch jedem möglich ist mit der Pokémon Home App. Gibt es ein Tutorial auch in der Beschreibung, wie ihr die Meltan-Box bekommt ohne die Switch. Finde ich auf jeden Fall sehr cool. Und ich habe auch ein 100%iges Melmetal. Das ist eines der genialsten Pokémon der Welt, auch wenn ich es noch nie in der GBL gezockt habe.
Burkhard hier, Shiny Vulpix, Burkhard, Shiny Haspiroar, Burkhard, Shiny Bidiza. Ihr wisst, wer es ist, Shiny Flurmel. Burkhard, interessantes Lockmodul. Eins sieht aus, das ist bestimmt, eigentlich ist das ein Pokéball und 20 Lockmodule, die haben das nur verdreht. Eiskorpions, komme nach Hause, da wird man direkt bedroht von so einem Karatekämpfer. Shiny Karadonis, ne? Karapenis wegen dem Kopf. Also ist ja 1.37 Uhr laut dem Screenshot, da darf ich sowas sagen. Oh, da war es auch 1.37 Uhr. Das seht ihr, wann ich die Sachen immer aus den Gesprächen abscreene. Ein paar Shiny sind es geworden. Die haben noch Kanimani, Schubbelt dabei, Cresselia, Heatran, Arctos, Otaro, Radfratz. Lost Lift, endlich auch mal dieses Shiny. Hab's fast gar nicht erkannt. Sieht auch nicht so spektakulär aus. Andy Project, das Shiny war mit Ansage. Julchen hatte eingeladen, fangen ja immer die Shinies weg. Auch hier Heatran mitgenommen, Chevy mit dem Living Dex, hier Raubi, Hornliu, Taubsi, Radfratz und so weiter. Würde mich mal, müssen mal Vergleich machen. Chevy und ich hier, zack, zack. Wie bei Hong und Julian damals, als sie geguckt haben, wenn man 100er hat von der Familie, reicht das und dann gucken, wer mehr 100er hat. Das wäre cool. Dubby für Raider Mittwoch hier auch. Kann sie auch erlösen zu einem 100er? Sie? Er? Ich habe keine Ahnung. Es kann es zu einem 100er erlösen. Durch Zufall bekommen, als ich für meinen Freund gespielt habe. Sie? 100er Klingplim. Finde ich auch auf jeden Fall richtig cool. Obwohl, man kann auch, wenn man ein kleiner Junge ist, für seinen Freund spielen, weil der ein Freund, ein Kumpel ist. Und 100er Klingplim auch natürlich selten. Bitte so lassen, bitte nicht entwickeln. Dann Valentin hier auch. 96%iges Shiny Lavados. Ich merke, mein Rücken tut übelst weh. Oh mein Gott, ich muss mich gleich auf den Boden werfen. 100% Radikal hier. Dann Tom Reich, Kampfliga lohnt. Aus der GBL 100% Cresselia mitgenommen. Tom Reich, oh mein Gott, in der Raid-Stunde am gleichen Tag. Erster Raid, Shundo back to back. Hundo, Lecci, zack. Das auch fett mit dem Glücks von Kulidita. Ist das noch eine Stufe mehr? Also durchs Tauschen ist es ja eigentlich schneller zu kriegen als dann so oder auch nicht. Ich weiß es nicht. Ist auf jeden Fall beides nichts geworden. Maro zeigt uns hier sein Shiny Ditto mit 100%. Muss ja auch Glück haben, dass das Ditto Shiny ist, ja, wenn du jetzt mal einen 100er findest. Marco FedEx hier auch, Shiny Panflam da mit Mütze, Elke, 100er Skoppel, 100er Panflam, Shiny Charmian, Shiny Cresselia, Shiny Panflam, Shiny Shigi, Shiny Zorbiris, Shiny Karadonis, Shiny Taiwan mit Senfbart. Dann nochmal eine Übersicht, verstehe ich jetzt nicht. Also Shigi war Alter 2 aus den letzten zwei Nagelots, Pion Scorer, Shigi. Paul, der Paul, der hat gleich die alten Kamellen ausgepackt. Er hat nämlich hier ein Krypto-Shiny Xerox, ein Shiny Tentantel, ein Shiny Baldorfisch, ein Shiny Petsneef, Shiny Nidorino mit Mütze, Shiny Smetbo mit Mütze, also mit Schleife, Pikachu mit Mütze, Shiny. Benjamin hat mal wieder ein Duo-Raid gemacht gegen Mega Schlappohr. Thomas Speck, 100%, Apoquao, ja, 100%, Shinux, also ein Hundo und danach ein Shundo, ne, ein Lundo, Ramses, ein Hundo und ein Lundo, ein Lucky 100, Shinux noch hinterher. Dann hat er außerdem, das verstehe ich jetzt auch wieder nicht, ihr seht ja eigentlich Sachen, die er gerade geschickt hat, 100er und Shinies, im Alter von 0 bis 4 und dann hier, 100er und Shinies im Alter 0 bis 4. Aber irgendwie fast die gleichen, aber irgendwie auch andere. Zwei Accounts vielleicht? Okay. Justin Sterzel, jetzt war auch mal wieder ein Raid gemacht in der Hibo-Gruppe. Er lebt also noch. Der Holzmichel ist es nämlich, ne? 100% Gengar bekommen aus dem Gengar-Raid mit Henry Niki, glaube ich. Ne, mit Toxic. Toxic hat Toxic mitgemacht. Toxic hat, glaube ich, mitgemacht mit ihm. Das 100 hat mir noch gefehlt. Der Natus-Sekt hier 100% Lapskaus, Lamus, genau. Dann Solo-Raid, Kuh am Wegesrand. Das ist ja noch genialer, der Natus-Sekt. Endlich habe ich diese Milka-Kuh. Ich wollte dieses Shiny unbedingt bekommen. Was ist die Belohnung, wenn man diesen Dreier-Raid solo macht? Mit einer Sekunde Restzeit. Man wird mit dieser wunderschönen blauen Milka-Kuh belohnt. Eine blaue Milka-Kuh.
Eigentlich ist eine Kuh eine Kuh. Eine blaue Kuh ist eine blaue Kuh. Eine Milka-Kuh ist ja eigentlich eine lilane Kuh. Eine blaue Milka-Kuh. Was? Auf jeden Fall ist die blau, ist solo gemacht, ist shiny und ist jetzt in der Arena Kuh am Wegesrand. Also noch besser geht's eigentlich nicht. X-Bart, sowas habe ich auch noch nicht oft gesehen, so in Entwicklung. Immer noch der Natus-Sekt, ja, mit dem X-Bart, ja, habe ich auch, glaube ich, noch nie gefangen. Sieht auf jeden Fall mächtig aus. Nochmal Natus-Sekt, dieses 100er hat mir auch noch gefehlt. Hier, kleines Wobei, würde ich natürlich auch so lassen, nicht entwickeln. Hebt die Babys auf. Brainy Stendhal, gebrütet, shiny Zubiris. Gangster Pikachu, shiny Praktibalk auf dem 2. Account. 100% Praktibalk. Hatte so Glück, aber hab immerhin kein Shiny. Ja, hab immer noch kein Shiny. Und dann kriegt er, das ist 28. auch. Das ist auf jeden Fall ein anderes. Oh mein Gott, gleich am nächsten Tag das 2. und dann auch nur mit dem täglichen Pass. Habe ich auch nicht. 100er Praktibalk. Er hat jetzt gleich 2 hintereinander bekommen. Auch fett. Dann hat er außerdem Gangster Pikachu ein 98er Tarnell bekommen. Hat das gleich entwickelt. Hat gleich noch eine Attacke drauf. Sternenhieb mit einer Lade-TM. Weil es nur WP40 hatte oder so ähnlich. Hat das gleich mal ein bisschen hochgezogen, dass es gleich 3700 WP dazu kriegt. Sieht also gut aus. Das ist mal ein Nachfolger für mein anderes Shiny von damals hier. Boba Mo, Shiny Shiggy, Shiny Shellast. Jetzt habe ich endlich auch alle Kostümierten davon. Ein weiteres Shiny Taubsi, vielleicht ja was für Raid am Mittwoch. Braucht man das? Kann man das für irgendwas benutzen? Dumm, Diesel. Das sagt schon alles. Diese Woche ist mal erfolgreich hier, Magnetilo Shiny noch mitgenommen, noch Shiny Habitat. Hab mir davon mal eins tauschen müssen, um die Familie komplett zu haben. Jetzt kommen sie alle von alleine. Man muss nicht immer alles direkt bekommen. Irgendwann hast du so viel und bereust alles, was du vorher an Staub ausgegeben hast. Ich spreche aus eigener Erfahrung. So, jetzt habe ich mir den auch mal entwickelt. Ein Shiny Ariados, immer noch bei Boba Mo. Das hat ja eine schöne Farbe, vielleicht ja was für Raid am Mittwoch. Liebe Grüße auf Nürnberg, also oben drauf, ne? Nürnberg, kennt ihr, Vollbeat. Das müsste jetzt eigentlich, ne, das ist das Letzte. Grüße also nach Nürnberg zurück und dann kommen wir wieder zurück nach Hildburghausen hier mit dem Bier-Benny. Der hat nämlich ein 100er Gladiantri gebrütet, wohl aus dem 12 Kilometer Ei. Das waren die Highlights der Woche. Mein Rücken tut so weh. Adi Schatz! Jetzt noch der Schocker der Woche. Und der Schocker der Woche kommt diesmal vom Heiko. Wir müssen es ganz kurz und knapp machen hier. Heiko Kurowski, guckt euch das an. Ein 100% Shiny Mewtwo. Ja? Ich weiß immer nicht, was ich mit meinen ganzen Sonderbonbons machen soll. Die Leute sagen, pack das doch auf Mysteriöse drauf. Ich sag, boah, das dauert aber ewig. Und dann ziehst du irgendwann vielleicht mal eins mit 30.000 Sonderbonbons. Ziehst du dann mal eins auf Level 50 oder was? Und dann kriegst du ein besseres irgendwann aus irgendeiner Spezialforschung oder so. Aber ein 100er ist ein 100er. Hätte ich ein 100%iges Mysteriöses. Ich würde auf jeden Fall das Ziel angehen, alle Sonderbonbons immer da reinzustecken, bis das auf 50 ist. Noch dazu ein Shiny 100er, noch dazu Mew, was mir als blaues besser gefällt als das rosa, ne? Und es ist Generation 1, meine Lieblingsgeneration, also lasst es euch schmecken, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns bei Raids für Zuschauer heute Abend wieder bei Mega Stalos. Ich muss jetzt gleich zur Raid-Stunde die Raid-Mania machen, da wird es wieder Chaos geben, da kriege ich noch mehr Rückenschmerzen. Peace out, Vorhaut, euer Ramses.